Das Heldenmenü soll das erste Menü sein, das ihr wahrscheinlich zu Gesicht bekommt. Und es wird auch weiterhin das wichtigste Menü bleiben. Und deswegen denke ich es wichtig, dass man weiß, um was es geht. Normal wird es auf H geöffnet. Ihr könnt alternativ auch hier das dritte Symbol nehmen. Dann öffnet sich dieses Fenster mit 7 Reitern. Und ja, genau. Fangen wir einfach mal mit dem ersten Reiter an, und zwar ist das Ausrüstungsfenster. Beim Ausrüstungsfenster gibt es nochmal 8 Unterreiter. Einerseits die Ausrüstung selber, was natürlich die Rüstung und die Waffen betrifft, die Accessoires und die Abbauwerkzeuge. Wir haben einen Kopfslot, einen Schulterslot, Brust, Handschuhe, Hose und Stiefel. Dann haben wir zwei Waffensets, zwischen denen man auch immer hin und her wechseln kann. Eine Hauptwaffe und eine Offhand. Bei Zweihandwaffen werden beide Slots belegt. Wir haben einen Rückengegenstand, zwei Accessoires, zwei Ringe, ein Amulett. Wir haben eine Sichel für Abbauen von Pflanzen. Wir haben eine Axt von Abbauen von kleinen Bäumen. Und wir haben eine Spitzhacke, damit wir auch Erzknoten abbauen können. Dann haben wir natürlich auch einen Unterwasserkampf in Gilbos, was natürlich auch zu Unterwasserwaffen führt. Einerseits haben wir da den Unterwasseratmer, der die Rüstung unter Wasser repräsentiert. Vor allem den Kopfslot. Dann haben wir zwei Unterwasserwaffen-Slots. Bei den meisten, bei manchen Klassen nicht. Und bei den meisten. Genau. Das ist das Ausrüstungsmenü. Auf der linken Seite haben wir dann die ganzen Ausrüstungen und die Runen und Sigille. Wir haben eine Suchfunktion. Kann man verschiedene Sachen suchen. Und man kann natürlich auch filtern nach Kopfteil, nach Brustteil, und dann wird das auch hervorgehoben. Dann gibt es die Garderobe. Dafür muss ich ganz kurz mal wieder ausrüsten. Die Garderobe ist genau das, wofür man es hält. Und zwar sind da Skins gespeichert. Man klickt einfach auf einen Platz, wo man Skin zuweisen will, und hat dann die Auswahl aller Skins, die man jemals im Spiel freigeschaltet hat, und kann dann hier auch die Vorschau sehen. Zum Beispiel der Kopfskin. Hier der Schulterskin, der Brustskin und so weiter. Das ist also wichtig. Wichtig zu wissen auch, jeder Skin, den ihr anwendet, neu, verbraucht eine Transmutationsladung. Die könnt ihr euch verdienen im PvP, im PvE oder aber auch im Gemshop kaufen. Pro Skin eine Ladung. Ihr könnt auch Waffen reskinnen. Zum Beispiel diesen Stab. Oder aber auch das Großschwert. Das geht alles. Dann haben wir die Farben. Das Farbensystem ist, finde ich, in Guild Wars sehr, sehr gut gelöst. Wir haben hier links alle Farben, die man freischalten kann. Von den Basic-Farben, also die Starter-Farben, die man von Anfang hat, bis dann die ganz seltenen, zum Beispiel hier himmlisch. Ziemlich hell, ziemliches Weiß. Dies kostet keine Transmutationsladungen, man muss die Farben allerdings erstmal finden und freischalten in sogenannten Farbpacks oder unidentifizierten Farben. Auch hier habt ihr eine Suchfunktion, hier habt ihr eine Radierfunktion, und wenn man hier eine Farbe weiß, aber nicht suchen will, dann kann ich die einfach nehmen und dann habe ich die gleiche Farbe wieder drinne. Genau, dann geht's weiter. Und zwar Outfits. Outfits sind einfach die Kostüme. Die werden über den Skin gelegt und haben keinerlei Stats, keinerlei Bedeutung, außer das Aussehen zu verändern. Und je nachdem könnt ihr euch die halt kaufen oder freispielen bei Events. Aber die meisten sind im Gemshop davon und können erworben werden, eben für die Gems oder für Ingame Gold, wenn ihr sie gegen die Gems tauscht. Kommen regelmäßig welche dazu.
sind auch recht nett anzusehen, die meisten. Genau. Dann haben wir Miniaturen. Miniaturen sind einfach kleine Mini-Pads, kann man ein- und ausschalten. Die laufen einen hinterher und sehen süß aus, haben auch keinerlei Funktion, die sammeln nichts auf, die haben kein Inventar, die kämpfen nicht mit. Die laufen einen nur hinterher und sehen süß aus. Dann haben wir die Finisher. Die Finisher ist, wenn man im PvE sehr selten, aber im PvP und WvW muss man Gegner oft noch finishen. Und das sind halt die Finisher, die Stomps, die einen dann ermöglichen, den Gegner noch extra zu demütigen. Ja, teilweise sehen sie ein bisschen doof aus, teilweise cool. Also muss man sich halt aussuchen. Es gibt permanente, es gibt aber auch Aufladungs. Zum Beispiel in den Events findet man sehr viele von diesen Krähen-Finishern. Die kann man halt nur 300 Mal verwenden, dann sind sie weg. Dann sind wir bei den Mail Carriers, obwohl die sinnloseste Sache, die es gibt. Wenn man einen Brief kriegt, dann fliegt ein bestimmter Mail Carrier um dich rum. Ja, nicht so wichtig, aber gibt es auch verschiedene. Gibt es auch wieder im Game Shop zu holen. Und dann haben wir noch den Gleiter, nur für Heart of Thorns interessant, weil woanders kann man nicht gleiten. Das ist der Basic Gleiter und dann gibt es halt noch verschiedene. Manche kann man freispielen, manche muss man sich im Game Shop kaufen. Manche gibt es nur manchmal im Jahr, manche gibt es nur ganz besonders und die gibt es dann nie wieder. Ja, zum Beispiel der ist ganz cool. Wie gesagt, nur in den Heart of Thorns Gebieten verwendbar derzeit und ja, können auch reskinned werden. So, das war der Ausrüstungsslot. Jetzt gehen wir mal zu dem wichtigen, zu dem Build-Slot. Hier haben wir die Spezialisierungen und das ist eigentlich so das Wichtigste. Hier geht es nämlich um den Build. Praktisch die Talentbäume, die man hier ja, verwenden kann. Und zwar mal da auf der linken Seite haben wir erstmal die Waffen-Skills. Hier sieht man erstens mal, welche Waffen man tragen kann mit der Klasse. Und zweitens, welche Skills die Waffen bringen. Das sind rein die Skills, die von 1 bis 5 sind. Plus man hat hier die Unterwasserwaffen natürlich. Und man hat auch, wenn man angeschlagen ist, hat man andere Skills und auch die werden hier angezeigt. Dann rechts, also hier rechts oben kann man sehen, welche Skills man hat. Hier kann man auch wechseln. Und unten hat man dann 3 Skillbäume. Man kann immer nur 3 Skillbäume haben. Und die könnt ihr hier auswählen, wobei die ersten beiden für normale Skillbäume sind und der letzte für normale Skillbäume plus Elite-Spezialisierungen, hier zum Beispiel den Schnitter, der einen eine andere Waffe zur Verfügung stellt. Genau, in den Talentbäumen hat man immer 3 Möglichkeiten pro Tier, das auszuwählen. Genau. Das kommt halt dann auch in den Builds vor, dadurch werden Builds wirklich bestimmt, kann man sagen. Genau. Dann haben wir hier oben noch einmal die Waffenskills, dann die Slotskills, das sind, was man halt an den Hilfsfertigkeiten einsetzen kann. Und dann hat man die Traits eben, was bringen diese einzelnen Dinger nochmal hier aufgelistet. Dann haben wir das Training. Das Training habe ich im letzten schon mal erzählt, hier kann man die Skills erstmal freischalten, auch die Talente kann man muss man hier freischalten und auch die Elite-Spezialisierung muss man hier freischalten. Also das funktioniert alles über das Training und das funktioniert alles über die Heldenpunkte, die man überall auf der Map bekommt und fürs Leveln bekommt. Das Story-Journal zeigt die Stories, die man spielen kann, also generell die Geschichte. Einmal die persönliche Story, die My Story, meine Geschichte, meine persönliche Geschichte. Hier kann man einmal die ganze Geschichte nochmal sehen, zusammengefasst. Und zum Beispiel auch hier in der Living Story nochmal wiederholen. Und auch in Heart of Thorns kann man die Geschichte wiederholen. Und das ist eigentlich ganz angenehm, ganz schön geregelt. So, dann haben wir das Crafting. Das Crafting Menü wird nochmal extra beleuchtet von mir, nicht hier. Ist einfach nur wichtig, dass es im Heldenfenster zu finden ist.
Hier oben sieht man den Crafting-Fortschritt. Hier sieht man seine Craft-Berufe. Und hier sind die ganzen Craft-Sachen, die ganzen Rezepte, die man freigeschaltet hat. Achievements, wohl eine der wichtigsten Sachen, die man hier hat. Die Achievements sind in verschiedenen Kategorien aufgeteilt. Täglich zu machen, Story, ne, kann man eine Story machen und so weiter. Die Festivals sind die Events. Und dann hier haben wir die verschiedenen Untergruppen. Da muss man sich ein bisschen damit auseinandersetzen, welche man macht. Aber im Endeffekt gibt es hier relativ viel zu holen. Man merke sich Erfolgspunkte, man kriegt dafür jeden Erfolg gewisse Menge an Erfolgspunkten. Erfolgspunkte bringen nicht nur dem Prestige was, sondern es bringen auch Truhen. In den Truhen sind halt verschiedene Sachen. Zum Beispiel alle 5000 Erfolgspunkte kriegt man 400 Gems geschenkt und einiges an Gold. Man bekommt auch zum Beispiel magisches Gespür dazu, man bekommt Lorbeeren, man bekommt Gold für sehr reich. Man bekommt auch teilweise Skins, zum Beispiel hier würde ich dann Skins bekommen, hier auch bei 11.000 und bei 12.000 gibt es Skins, genau. Dann Historical sind die ganzen Sachen, die man nicht mehr machen kann, die praktisch zeitexklusiv waren. Rest in Peace Super Adventure Box. Es gibt noch eine Besonderheit, und zwar gibt es die Sammlungen. Bei den Sammlungen geht es einfach darum, verschiedenste Items zu sammeln, um dann gewisse Sachen freizuschalten. Es gibt normale Collections, es gibt Rare Collections, dann gibt es legendäre Sammlungen, legendäre Rückenteile-Sammlungen, legendäre Rüstungssammlungen. Dann gibt es auch noch so Skin-Sammlungen für den Schwarzlöwen-Skins. Ja, muss man sich ein bisschen angucken, ist aber ganz schick eigentlich. Ja, genau. Zu beachten ist auch noch, hier, wenn wir wieder auf die Zusammenfassung gehen, haben wir die täglichen Einlog-Belohnungen. Weil kommt ja pro Einloggen, kriegt man eine gewisse Belohnung. Je öfter man sich einloggt, desto besser wird die Belohnung. Hier hat man die Erfolge, die kürzlich erst gemacht wurden. Und hier hat man die Erfolge, vor dem die man ganz knapp noch nicht abgeschlossen hat. Hier hat man die Skins, die man hier mit den Truhen freischaltet, kann man hier nochmal sich holen. Und hier hat man die Account-Boni, eben die baut man auf durch tägliche, die baut man auf durch Gespür finden, die baut man auf durch diese Truhen, baut man diese Boni auf, die hat dann der ganze Account, nicht nur ein Charakter. Das heißt, das bringt praktisch dem ganzen Account was. Watchlist kann man gewisse Erfolge, die man unbedingt machen will, kann man reinsetzen. Die werden dann rechts hier auch angezeigt. Zum Beispiel, wenn ich hier gehe, dann habe ich den hier angezeigt. Und die sind dann auch in der Watchlist drinnen. Hier hat man noch die Titel, die man hat, die man sich erspielen kann. Teilweise gibt es die nicht mehr, teilweise schon noch, teilweise zeitbegrenzt. Ja, muss man halt Kuh kennen, ne? Dann haben wir noch den letzten Reiter, und zwar der letzte Reiter sind die Beherrschungen. Einmal in Zentral-Tyria zurzeit, einmal in Heart of Maguma. Und die kann man leveln, indem dass man nach Level 80 nochmal Level-Ups macht. Und dann gibt es Beherrschungspunkte, die kann man auf der Map finden, die bekommt man aber vor allem durch Erfolge. Zum Beispiel, wenn ich diese Erfolge hier abschließe, kriege ich jeweils einen Beherrschungspunkt, und wenn ich dann vollgelevelt habe, brauche ich 5 Beherrschungspunkte, um diese Beherrschung fertig zu lernen. Genau, und das Ganze geht dann einmal in Maguma, in den Gebieten von Maguma, da level ich extra, und in den alten Gebieten von Tyria level ich auch nochmal extra. Ja, das ist das Heldenfenster, wohl das Fenster, das sie am meisten verwendet werden. Und ja,